Todesfee tot. Yes, es hat auch gerade gereicht. Oh mein Gott. Das war knapp. Hey Freunde, ist wieder ein Turbo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inscription. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für die, die es nicht wissen, in der langen Folge, wir haben ihn geschlagen. Die heißt, glaube ich, so. Haben wir das Spiel durchgespielt und sind jetzt hier irgendwie in der Pixel-Version? Keine Ahnung, Du zogst ein Stück einer Grabschrift empor. Dort steht der Defibrillator, glaube ich. Defibrillator versagte, weil er hat halt immer kalt. Oh, an Skorbut erlegen. Hegt keinen Groll. Ich glaube, das ist hier. Wo geht's zum... da gehen wir da mal durch. Kann ich hier reinschauen? Ja. Wir fanden ein Stück eine Grabinschrift in einem Sarg neben anderen Dingen. Dort steht von einem fallenden Eisbrocken getroffen. Zwischen den Innereien und Fleischbrocken fandest du ein Kartenpäckchen. Oh, wieder ein Kartenpäckchen. Tote Hand. Sarkophag. Sarkophag wächst nach einer Runde auf dem Brett zu einer mächtigeren Form heran. Ein Hirsch und ein Bluthund. Okay. Wo führt das hier hin? Du hast ein Stück Grabschrift gefunden. Dort steht, es gab keine Heilung. Huh? Ich kann hier Charakter wechseln. Ich will den Magier. War das gerade ein Skelett? Keine Ahnung. Warte. Das ist ein Skelett? Okay, wir gehen als Skelett weiter. Vom fallenden Eisbrocken getroffen. Es gab keine Heilung. Oh, wir haben's. Wunderbar, ich glaube, du hast deinen Grips hinlänglich unter Beweis gestellt. Bist du vorbereitet? Du wirst mich nicht besiegen. Ich will noch zuerst wissen, wo der Weg hierhin führt. Ah, zum Händler. Möchtest du handeln? Ich habe einer solcher Dinge, also ich kann mir nichts leisten. Will ich einmal kurz in mein Deck? Also, wir haben das Ding. Hörgfall. Ah, ne, warte. Eichhörnchenhaufen. Den Mumienfürst können wir eigentlich rausschmeißen. Und den Bluthund nehmen. Wolfsjunges. Flugfeiger, also wenn er sich bewegt. 13 Knochen. Das sind Roboterdinger. Erstmal ein Eichhörnchen für das Ding weg. Ein Eichhörnchenhaufen für das Ding. Keine Ahnung, was die Dinger bringen, aber mal schauen. Es ist auf jeden Fall sehr komisch. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Wunderbar, einfach wunderbar. Ich begann mit mir schon Sorgen zu machen. Ich könnte ewig hinter diesen Grabsteinen eingeschlossen sein. Weggesperrt. Auf den Grips eines Herausforderers angewiesen. Um eines Tages entdeckt zu werden. Aber nein, du hattest Erfolg und jetzt ist es Zeit zu kämpfen. Meine Diener sterben nie wirklich, weißt du? Mal sehen, wie es dir ergeht. Eichhörnchen. Knochenhund springt zum Blockieren hinüber.
Okay, kann ich geopfert werden? Solange Rubimox auf dem Brett ist, erhält der Besitzer einen orangen Edelstein. Drachensprung zu blockieren über. Drachensprung zu blockieren über. Okay, ich weiß nicht, was mir der Edelstein bringt. Jetzt habe ich keine Eichhörnchen. Wunderbar! Eine Gelegenheit, meine Schreibfeder einzusetzen. RIP Sarkophag, Runde 2 bis 103. Du wirst zurückkehren. Ich habe gerade überhaupt nichts zum Opfern, ne? Kann mal ein Eichhörnchen kommen, bitte? Yes, danke sehr, meine Güte. War vielleicht ein Fehler. Spielt keine Rolle, der Tod ist nie endgültig. Hip Todesphäre, Runde 2, Runde 6, Tod durch Ochsenfrosch. Die Karte wird im Handumdrehen zurück sein. Oh, ich habe verloren. Was für ein Trubel, du kannst es erneut versuchen, Herausforderer, aber rechne nicht mit einem leichten Kampf. Ja, nochmal, ein weiterer Versuch? Nun gut, mir schwirrt schon alles vom letzten. Ein Ongard! Inner sei bereit für den Tod. Doch dann für ein neues Leben. Machen wir das Hermelin hier hin. Und schon zu blockieren über. Okay, gewährt eine Energiezelle. Okay, taucht aus der Tiefe auf. Ich habe keine Ding gerade. Bitte der Tiefe. Hier fällt ein Edelstein der Farbe Blau, um das auszuspielen. Erhalte Edelstein, indem du Mox-Karten ausspielst. Ah, okay, der ist mir zu nichts nütze. Ah, lass mich diese Karte beschriften. RIP Knochenhund. Durch Höckerfall. Lebe erneut. Sarkophag entwickelt sich zu einer höheren Form. Ah, okay, der hat sich zur Mumie entwickelt. Okay. Meine unvergänglichen Kreaturen können schwer zu überwinden sein. Vielleicht musst du noch ein paar Päckchen öffnen und dein Deck verbessern. Ich muss das Deck nochmal bearbeiten. Und zwar muss ich das komische Ding hier entfernen. Wo ist er? Hier. Weg mit dem und wir machen... Sarkophag rein, hätte ich gesagt. Eichhörnchen 6 Stück, Eichhörnchen Haufen. Springbot, Höckerfall, Totengräber. Bald zu viele Karten? Für so ein kleines Deck, ne? Versuch du es allmählich, habe ich genug. Und dennoch muss ich mich fügen. Also nochmals, schauen wir mal. Mal sehen, wie es dir geht. Erstmal das Hermelin hier hin. Wir haben zwei Knochen. Ja gut, jetzt habe ich zu viel Eichhörnchen, Mann. So, der Höckerfall. Mach den Höckerfall hier hin. Höckerfall gewährt eine Energiezelle. Dann blocken wir den nochmal kurz mit einem Eichhörnchen. Spielt keine Rolle, der Tod ist nie endgültig. Die Karte wird im Handel wieder zurück sein. Bin ich schon wieder tot? Ah, nee, noch nicht ganz. Aber jetzt bin ich, glaube ich, tot. Yep, jetzt bin ich tot. Mann! Okay, warte. Ich werde versuchen, vielleicht sollst du mit deinem stärkeren Deck wiederkommen. Ich werde warten. Schmeißen wir kurz alles raus. Also, wir brauchen auf jeden Fall, mach mal 5 Eichhörnchen. Ein Eichhörnchenhaufen. Dann nimmt ein Höckerfall den Ochsenfrosch mit. Die Natter, den Bluthund, den Raben. Den hier.
Geteilter, wenn geteilter Obolus stirbt, werden 4 Knochen gewählt statt einen. Wenn geteilter Obolus getroffen wird, erleidet der Angreifer einen Punkt Schaden. Ich nehme den Sarg mit. Andere ist halt ein bisschen teuer. Den hier nehme ich noch mit. Den hier nehme ich mit. Ne, den kann ich auch nicht brauchen. Ich habe nichts, für das ich orange. Ich habe keine Karte, die orange braucht. Haben wir schon so einen Bot? Ne, haben wir noch nicht. Nehme ich die hier noch mit. Nehme ich noch den Reiter mit und die Hand. Dann noch das Wolfsjunge. So. Vielleicht klappt es jetzt. Nochmal. En garde! Ich muss einfach Glück haben. Lebendtot. Der Kreislauf geht weiter. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Völkerfolge wird Energiezelle. Geht über zum Blocken. Gefällt auch aus der Tiefe auf. Wieder ein Eichhorn. Ein bisschen Schaden blocken. Aus der Tiefe auf. Reduziere ich halt ein bisschen Damage. Bewegt sich auf ein neues Feld und ein Eichhorn fällt herab. Darkerfolge entwickelt sich. Gefällt auch aus der Tiefe auf. Wolfsjunges. Mach's mal so. Spielt keine Rolle, du bist nie endgültig. Lebe erneut. Boah, okay. Ziemlich viel Damage gekriegt gerade. Drücken wir doch so sehr tiefe auf. Ich habe gerade keinen Platz, aber wir machen gerade jetzt auch gut Damage. Das wird tiefe auf. Mann! Ach, Mist. Immer ein bisschen unglücklich. Das ist in der... Ja. Ich versuch's nochmal. Weiter versuch. En garde! Ich muss diesen Sarkophag direkt loswerden. Tod leben. Das war jetzt gerade nicht so schlau. Hörnchen bewegt sich. Kämpf mal gegen den Sarkophag. Oh Mist, der Sarkophag hat sich gerade entwickelt. Das ist sehr ungünstig. Ich mach die Hand hier hin. Ah, okay, sehr nice. 4 Batterien. So, jetzt sind wir, glaube ich, gut dran. Oder auch nicht. Meine Güte. Ich muss kurz eine Runde blocken. Ja, jetzt kriege ich natürlich nur Knochenkarten. Ah, dieser blöde Köter. Den hier zum Blocken, ein Damage. Thank you.
über deiner Energiezelle. Machen wir die hier dahin. Und fight. Gibt keine Rolle, Tor ist nie endgültig. Ich glaube, ich würde es nicht überleben, weil das eine Ding da. Die Karte wird im anderen zurück sein. Ah, doch, es klappt gerade so. Boah, es ist knapp. Machen wir den Totengräber hier hin und die Mäuse dahin. Machen Nachwuchs. Yes, jetzt ist der Hund weg. Spielt keine Rolle, der Tod ist nie endgültig. Leben erneut. So ein Gräber gräbt einen Knochen aus. Auge vertaucht aus der Tiefe auf. 6 Energiezellen. Hab gerade sonst keinen Platz. Totengräber gräbt einen Knochen aus. Aus der Tiefe auf. Opfer jetzt mal die beiden, um den hier instant zu killen und mach den Hund hier hin. So. So ist diese Kreatur tot augenblicklich. Sarkophag direkt tot. Sehr gut. Totengräber gräbt einen Knochen aus. Ah, 13 Knochen. Mach die Mäuse hier hin. Perfekt. Einen Knochen aus. Mach die Mäuse wieder hier hin. Die Mäuse sind halt wirklich einfach unendlich. Knochen aus. Wieder die Mäuse hin. Knochen und dead. Die Schlangen killen Sarkophag. Tongram kriegt einen Knochen aus. Einen eigenen Schaden. Dir sind die Karten ausgegangen. Ein Hungersnot hat setzt ein. Aber wir gewinnen trotzdem. Ganz knapp. Du hast es schon halb geschafft. Obwohl die noch. Nee, obwohl dir nicht gefallen könnte, was jetzt kommt. Oh, fuck. Vermisst du sie? Keine Angst, ich werde sie natürlich zurückgeben. Als Leichen. Die sind ja alle... Oh mein Gott. Also kann ich die... Ah, die kann ich opfern, so gesehen. Okay. Das Problem ist, ich habe eine Hungersnot und kann nichts tun. Also ich bin eigentlich dem Tod geweiht, so gesehen. Ich kann den Ritter hier noch hinstellen. Der macht 5 Damage, aber... Pff. Warte, vielleicht... Der Rabe ist ja fliegend, so gesehen. Vielleicht kann ich mit dem Raben noch ein bisschen Damage machen. Und ja, die mache ich dahin. So. Todesfee tot. Yes, es hat auch gerade gereicht. Oh mein Gott. Das war knapp. Oh, du meine Güte. Yes, wir haben gewonnen. Du hast mich wirklich besiegt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich weiß, dass es dein Wunsch ist, Leshy zu ersetzen. Aber nun ja, unter uns. Du wirst Gelegenheit haben, es dir anders zu überlegen. Und ich bitte dich, mich zu verschonen. Nimm die hier, dann geh. Okay. Die Ziege. Paranoentiere. Und Pharaonentiere bringt beim Opfern 3 statt 1 Blut ein. Außerdem, wenn Pharaonentiere geopfert wird, hat das nicht den Tod zur Folge. Skelettmagier. Nach dem Angreifen wird Skelettmagier zerstört. Also, falls der Besitzer von Skelettmagier keine Mox-Karten auf dem Brett hat, stirbt Skelettmagier.
Okay, ein paar Karten. Nochmal ein Ding. Grabräuberin, Aktivierung. Bezahle einen Knochen, um ein Skelett in deiner Hand zu erzeugen. Das sieht nice aus. Akkuschwach. Sind wir immer noch den Typen, der das ganze Zeug hier aufnimmt? Könnte sein. Was will ich ersetzen? Ne, den Bolzenhund möchte ich eigentlich. Der ist gar nicht schlecht. Aber ich möchte die Grabräuberin. Die Stahlmäuse waren gar nicht so schlecht. Eichhörnchenhaufen ist eigentlich auch nicht so schlecht. Mach den Bluthund weg, glaube ich. Ja, mach den Bluthund weg und mach den... Mach die Pharaonentiere hin. Und dann... Anstatt den... Anstatt das Wolfsjunge... Mach den Magier hin. So. Vielleicht ist es ein bisschen gewagtes Deck, so. Okay, wir sind schon hier bei 20 Minuten. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Inscription wieder. Schaut gerne meinen anderen Projekten vorbei. Hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Thank you.